In Nepal haben die ersten Feuerbestattungen einiger der Todesopfer vom Flugzeugabsturz des vergangenen Wochenendes stattgefunden. Das Flugzeug der Yeti Airlines mit 72 Menschen an Bord war während eines Inlandflugs von der Hauptstadt Kathmandu in die Stadt Pokhara abgestürzt. Laut der Fluggesellschaft seien bislang die Leichen von 71 Menschen gefunden worden. Die Blackbox der verunglückten Maschine soll nun ausgewertet werden. Die Analyse des Stimmenrekorders soll in Nepal selbst stattfinden. Der Flugdatenschreiber wird zur Auswertung nach Frankreich geschickt.